Das erste Rennen, eine einzige Enttäuschung. Im dritten Ferrari-Jahr schon wieder ein herber Rückschlag für das große Ziel, Weltmeisterschaft. Ich bin schon ziemlich enttäuscht, weil ich habe viel erwartet, aber dass wir hier so früh ausfallen, nach all den Kilometern, die wir gefahren haben, getestet haben, den guten Resultaten, auch im Rennen, es sah gut aus. Von der Strategie her waren wir für unsere Situation sehr gut unterwegs und die Zeiten, die wir da gefahren haben, waren eigentlich klasse. Dass dann sowas passiert, ist dann schon extrem frustrierend. Dagegen doppelte Freude beim Doppelsieger Häkkinen Coulthard. Was sich schon in der letzten Saison angedeutet hat, findet hier seine Vollendung. Das perfekte Paket McLaren-Mercedes. Silber, das Gold wert ist, zum Beispiel Stardesigner Adrian Newey. Mercedes-Motorengenie Mario Illien und der Kopf, Teamchef Ron Dennis, der gleich im ersten Rennen eine Teamentscheidung für die gesamte Saison fällt. Der trainingsschnellste Häkkinen rechts gewinnt gegen seinen Teamkollegen Coulthard die erste Kurve und damit später das Vorrecht auf den Sieg. Die Silberpfeile fahren alles in australischen Grund und Boden. Gegner als Staffage, Überrundungen. Alesi, Weltmeister Villeneuve und sogar nach 51 Runden Heinz-Harald Frentzen, der Dritter wurde. Während Schumacher sein unerwartetes Aus erklärt, geschieht dem führenden Mika Häkkinen Ungewöhnliches. Alle erwarten einen perfekten Boxenstopp, aber keiner wartet auf ihn. Eine Spazierfahrt durch die Boxengasse, die ihn eigentlich den Sieg gekostet hätte, weil Coulthard vorbeizieht. Es war ein Missverständnis, er kam rein, das kostete ihn die Führung. David sagte über Funk, wir haben eine Abmachung, wer zuerst in die erste Kurve kommt, der gewinnt auch. Also ließ er Mika wieder durch. Heißt auf Deutsch, Stallregie zugunsten von Mika Häkkinen. Zwei Runden vor Schluss die sportlich fragwürdige Szene. Der führende David Coulthard lässt Mika Häkkinen und auch den Nummer 1 Status im Team ziehen. Mika Häkkinen, bereits im sechsten Jahr bei McLaren und Ziehsohn von Teamchef Ron Dennis, schafft in Australien so seinen zweiten Grand Prix-Sieg. Ein glücklicher und geschenkter Sieg. Dankbarkeit. Was David getan hat, war schon bemerkenswert. Wenn ich auf die Vergangenheit zurückblicke, dann fallen mir nicht viele Fahrer ein, die so fair waren. Deswegen muss ich David sehr dankbar sein. Nach Melbourne bleibt silberne Ungeduld und rote Unsicherheit auf dem Weg nach Brasilien, Sao Paulo. -10 gegen Schumacher. Schon jetzt ist klar, die WM wird ein weiter Weg. Anderer Ort, das gleiche Bild. Der sieggewohnte Silberblick. Das zweite Rennen, der zweite Doppelsieg. Diesmal sieht die Belohnung für Sieger Häkkinen so aus. Ein Kuss von der verlobten Erja. Wieder leicht, locker und lässig. Die silberne Überlegenheit von Sieger Häkkinen und dem zweiten Coulthard. Dem dritten Schumacher bleibt nur, den Vortritt zu lassen. Nicht nur auf der Waage. Die Silberpfeile gewogen und für gut befunden. Zu gut für Schumacher und seinen Ferrari. Das erste Mal im Ziel, aber das Saisonziel eher noch weiter aus den Augen. Versteinerte Miene auf holprigem Asphalt. Ein Fahrer und sein F300 auf der verzweifelten Suche nach der Zeit, der fehlenden Zeit. Entweder eine Abkürzung, die ich noch nicht gefunden habe, ansonsten bin ich ratlos im Moment. Das heißt, es gab eigentlich keinen Grund, warum wir hier hätten viel schneller sein sollen im Verhältnis zu Australien.
fast das Gegenteil habe ich befürchtet und ist auch mehr oder weniger eingetreten, aber der Grund sind ganz einfach die Reifen hier. Der sogenannte Reifenkrieg in vollem Gange. Schumacher und Goodyear kämpfen gegen riesige Rückstände. Fast eine Sekunde bremst der Goodyear-Gummi pro Runde. Das sind Welten in der Formel 1. Die Silberpfeile fliegen auch ohne verbotene Wunderbremse zum ungefährdeten Sieg und sind schon lange da, wo er noch hin will, Richtung Perfektion. Platz 3 war das Maximum, was wir erreichen konnten, das haben wir getan. Wir sind nicht überrundet worden, das ist ja schon mal was. So bleibt es bei der unheimlichen, freien Fahrt der offenen McLaren-Mercedes-Meisterschaft. Man spricht voreilig von der Formel Langeweile, die nur einer durchbricht, Michael Schumacher. In Brasilien war aber nur ein abgestorbener Motor beim Boxenstopp spannend. Doch endlich, die Ferrari-Fortschritte kündigen sich für Argentinien an. Da wird es neuen Reifen geben und ich hoffe, dass der uns den erwarteten Vorsprung gibt. Und dann hoffe ich, dass es dann nicht mehr ganz so langweilig wird für die Jungs da vorne, dass wir da ein bisschen Druck ausüben können. Ist auch bitter nötig. Nach 2 Rennen führt Mika Häkkinen schon mit 16 Punkten Vorsprung. Das dritte Rennen. Alle erwarten. Auf dem Siegerpodest. Teamkollege Irvine Dritter, Häkkinen als Zweiter, allein und ausgegrenzt. So weit die Entfernung, so nah wie nie zuvor das Duell Rot gegen Silber. Schumacher jagt den führenden Coulthard und nutzt dessen Fehler. Coulthard bleibt auf der Strecke, Schumacher kompromisslos, risikobereit und mit dem nötigen Glück kommt ungeschoren davon. Schumacher fährt immer sehr aggressiv und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass er freiwillig Platz macht. Er hat Glück gehabt, dass sein Wagen nicht beschädigt wurde. Zum ersten Mal schafft Schumacher es, die silberne Phalanx zu durchbrechen. Zweiter Startplatz rechts neben dem schnellsten Coulthard und noch vor Häkkinen, der jedoch nach gutem Start an Schumacher vorbeizieht. Aber bereits in der zweiten Runde klebte Schumacher an Häkkinens Heck und überholt ihn wenig später. Michael Schumacher nun wieder zwischen den Silberpfeilen. Nach der Coulthard-Kollision fährt er ein einsames Rennen an der Spitze bis 5 Runden vor Schluss. Schrecksekunde nach einem Flüchtigkeitsfehler. Schumacher von der Strecke, aber nicht aus dem Rennen. Statt unkontrolliert zu bremsen, behält er kühlen Kopf und erinnert sich an einen Notausgang. Ein Ferrari auf der U36, Richtung Strecke zurück. Michael Schumacher nach 72 dramatischen Runden als Sieger im Ziel. Ein kleines Zeichen der Trendwende, die eingeleitet wurde. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir die auch fortsetzen können. Der Vulkan Schumacher also wieder aktiv. Und die Roten. Willkommen in Ferrari-Land. Und willkommen mit einer außergewöhnlichen Neuerung. Die Ästhetik verloren, aber wertvolle Zehntel gewonnen. Die Tower Wings verleihen ihm Flügel. Auch weil Rivale Häkkinen diesmal flügellahm ist. Getriebeschaden in der 17. Runde.
Null Hoffnung, null Punkte. Der erste schwere Kratzer am bisher strahlenden Silberpfeil. Trotzdem muss Schumacher wieder zu einem silbernen aufblicken. Coulthard, der einen ungefährdeten Startzielsieg im Reich der Roten einfährt. Schumacher auf unterlegenem Material überzeugt wieder alle. Auch die Mercedes-Oberen und das Buhlen um den Besten der Zunft beginnt. Jemand, der in diesem Sport tätig ist, kann auf Dauer nicht auf den besten Fahrer der Welt verzichten. Deswegen haben wir unser Interesse bekundet. Ich fahre für Ferrari. Es bleibt beim Freudschen Versprecher, weil Schumacher sich bei Ferrari wohlfühlt. Niemand feiert besser und kaum einer zahlt auch besser. So verabschiedet Italien sein geliebtes Doppelpack Schumacher-Irvine. Und auch den Geflügelsalat Tower Wings, die danach Gottlob verboten werden. Also doppelter Grund zur Freude im Lande der Schöngeister. Schumacher hat nun nur noch 6 Punkte Rückstand auf Mika Häkkinen. In Barcelona die Sterne wieder unerreichbar. Zu weit weg für Ferrari-Optimismus. Ich würde viel lieber nach vorne kämpfen, aber das wird wahrscheinlich unmöglich sein. Michael Schumacher zum Realismus gezwungen. Der schnellste Fahrer gegen die schnellsten Autos. Von Startplatz 3 fällt er um 2 Plätze zurück. Giancarlo Fisichella und Irvine setzen sich hinter Häkkinen und Coulthard. McLaren Mercedes ist im Feld voraus und überlegen. Autotechnik und Fahrer in ihrer Gesamtheit unschlagbar. Die Barcelona-Perspektive von Mika Häkkinen. Vor ihm nur der sichere Sieg. Schumacher mit Problemen in der Box. Der Service wie immer reibungslos und schnell, aber die Anfahrt dorthin über dem vorgeschriebenen Speedlimit. Die Konkurrenz einsam und mit viel Platz in jeder Richtung. Der große Preis von Spanien. Ein Rennen ohne große Höhepunkte, aber mit Emotionen. Italienisches Material gegen italienisches Gemüt. Aufbrausender römischer Ehrgeiz gegen irische Sturheit. Das Ergebnis, die Aussprache abseits der Piste. Michael Schumacher wieder auf dem Weg in die Box. Ohne Service. Einfach die Folgen der Radarfalle ertragend. 10 Sekunden Zeitstrafe. 10 weitere Sekunden auf die Spitze verloren. Die Gedanken unter dem Helm, wohl mehr Frust als der echte Glaube an die Chance auf den Weltmeistertitel. Ferrari durchlebt eine Krise. Langeweile durch technische Perfektion in Silber. Mika Häkkinen in Barcelona vor David Coulthard und Michael Schumacher. Zehn Punkte für Häkkinen. Er verschafft sich Respekt und sorgt für Ratlosigkeit in Rot. Carlo und Michael Schumacher. Er liebt an Monaco eigentlich alles, weil alles außergewöhnlich ist. Die Begeisterung und Einzigartigkeit in jeder Hinsicht. Jeder Auge in Auge mit PS und Piloten. Aber auch beim großen Preis von Monaco ist Schumacher den Sternen ausgeliefert.
Der Start fast schon beängstigend besser als der vom Rest. Die Formel 1 als Zweiklassengesellschaft. McLaren, Mercedes und die, die nicht mithalten können. Häkkinen, Coulthard, Fisichella und die Hoffnung Italiens, Michael Schumacher. Die Chance, diesen Grand Prix für sich zu entscheiden, schwindet in den ersten Runden, tendiert gegen Null. Mika Häkkinen führt souverän, aber David Coulthard muss sich von der Rennstrecke verabschieden. In Runde 17 auf Platz 2, Motorplatzer bei Mercedes. Über 700 PS ohne Vortrieb heißt Aufgabe, aber kein Grund, die gute Laune zu verlieren. Großes silbernes Selbstvertrauen und leise Hoffnungen bei Ferrari. Schumacher nun Dritter hinter dem Finnen und unmittelbar hinter Alexander Wurz. Dieser muss in Kürze an die Box. Dennoch attackiert Schumacher. Eine Verzweiflungstat. Wurz verhält sich eher couragiert als ehrfürchtig. Im zweiten Anlauf gelingt das Manöver. Es war recht gut, mir hat es gut gefallen. Ich glaube, so macht man den Rennsport spannend. Wir haben uns ein paar Mal berührt, er hat es innen probiert, ich habe nicht nachlassen, kam wieder zur Kollision. Ich glaube, aber alles war im Lot. Nicht alles. Das rote Auto mit gebrochener Spurstange nur von einem Michael Schumacher noch lenkbar. Irgendwie bringt er den Ferrari noch bis in die Box. Das Rennen für Schumacher bereits abgehakt. Der Ausstieg und das Veto von Ross Brawn. In Monaco ist alles möglich. Man entschließt sich, den Wagen zu reparieren und hofft, dass sich das Feld so weit lichtet, dass es doch noch zu Punkten reicht. Der längste Boxenstopp in der Ferrari-Geschichte. 4 Minuten und 5 Sekunden steht der Rennwagen. Es geht weiter. Erfolglos. Er riskiert viel. Zu viel. Der Ferrari ohne Flügel und ohne Perspektive, so scheint es, wird als Zehnter gewertet. Michael Schumacher stellt hohe Ansprüche an sich, das Team und das Material. Letzteres kann noch nicht mithalten. Mika Häkkinens erster Sieg beim Fürsten vor Fisichella und Irvine ist auch ein Beleg der Unschlagbarkeit. Selbst auf dieser Strecke, auf dem engen Stadtkurs von Monaco, der Mercedes mit Vorteilen. Nach 6 Rennen 22 Punkte Vorsprung für Häkkinen. Sternzeit Mercedes. Ja, eigentlich müssten die zwei McLaren hinter mir ankommen. Wie, weiß ich nicht, aber sollte das Ziel sein. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Der Optimismus macht sich am Gummi fest. In Montreal fährt Schumacher zum ersten Mal mit gleichwertigem Reifenmaterial. Endlich. Kanada wird in jeder Hinsicht zum Rennen des Jahres. Fast schon nicht mehr erwähnenswert, zweimal Silber aus Reihe 1. Aber Alexander Wurz vertreibt schnell die Langeweile. Die erste Kurve in Montreal, sie lädt zu spektakulären Manövern ein. Hier kann man viel gewinnen oder alles verlieren. Wurz kollidiert mit Alesi, steigt ihm aufs Rad. Unglaublich, unverletzt. Und die Fahrer in Gedanken schon beim Neustart. Während des Fliegens habe ich dann eigentlich schon gedacht, dass hoffentlich rote Fahne kommt. Bin gelandet, habe sofort am Funk gesagt, okay, ich bin okay, habe mich nicht verletzt. Bin ausgestiegen, zurückgelaufen. Zwischenzeit war eben die rote Fahne, was mir erlaubt hat, wieder ins Rennen zu gehen. Start 2. Jetzt und in Zukunft ein Problem für Mercedes. Und Häkkinen sieht das Rennen an sich vorbeifliegen. Das Getriebe versagt. Im Rennverlauf muss sich Michael Schumacher mit David Coulthard und unnatürlichen Hindernissen auseinandersetzen. Auf der Strecke Rasenfetzen, gesät von Pedro Diniz. In Runde 18, Schumacher liegt auf Platz 2, verglüht der zweite Stern in Kanada. Die Motorsteuerung befeuert nur noch 5 Zylinder, 5 zu wenig. David Coulthard parkt direkt in der Box. Schumacher nun 1. Getrieben von der Hoffnung, den zweiten Saisonsieg zu erringen, arbeitet Gesamt-Ferrari perfekt. Die richtige Strategie und bedingungslose Härte. Sich durchzusetzen ist für einen Spitzenfahrer alles. Die Boxenausfahrt.
Michael Schumacher ohne Rücksicht zurück auf die Strecke. Heinz-Harald Frenzen, schneller als der Ferrari zu diesem Zeitpunkt, bleibt kein Platz zum Ausweichen. Ich habe, um ehrlich zu sein, nichts davon mitbekommen, was da zwischen mir und Heinz-Harald passiert sein sollte. Ich weiß nur, dass ich aus der Boxengasse rausgefahren bin, aus dem Cockpit rausgeguckt habe, weil in dem Moment kann man in den Spiegel noch gar nichts sehen. Frenzen mit 8 Punkten aus den ersten 6 Rennen ist derjenige, der erfahren muss, dass Schumacher keinen Wert darauf legt, ein sympathischer Weltmeister zu werden. Resignation nach dem Abschuss. Nach langen Diskussionen muss Schumacher an die Box. 10 Sekunden Zeitstrafe. Lange 10 Sekunden, denn die Konkurrenz Giancarlo Fisichella ist heiß auf den ersten Grand Prix-Sieg. Es gilt, Vorsprung herauszufahren und beim Überholen nicht die Nerven zu verlieren, alte Rivalitäten zu ignorieren. Herzstillstand beim Duell mit Damon Hill. Also wenn der da abfliegt und die beiden sich berühren, dann gibt es Tote. Und das, finde ich, ist das Ärgste, was in diesen Rennen gewesen ist, dass diese Attacke von Hill unfair und absolut dumm war und hier wirklich gefährlich war. Schumacher unbeeindruckt, nur mit einem Ziel, 10 Punkte. Er führt, muss aber noch einmal an die Box. Zehntel schinden, immer am Limit fahrend. Die Frage, reichen die Sekunden, um vor Fisichella wieder auf die Strecke zurückzukommen? Der Stopp, rote Präzision. Das Duell, Schumacher bei der Ausfahrt. Die Erinnerung an Frenzen, Fisichella mit Vollgas Richtung Schumacher. Es reicht. Ferrari auf Sternenlevel mit Luft nach oben. Vom Opfer zum echten Gegner. Also ich würde sagen, dieses Rennen hat für alles gut gemacht, was in der Vergangenheit vielleicht manchmal langweilig war, weil sowas wie dieses Rennen habe ich schon lange nicht gesehen. Eine Mischung aus Freude und Erleichterung bei Michael Schumacher. Die Konkurrenzfähigkeit ist hergestellt. Die Sterne und die Roten ganz nah. Noch 12 Punkte Abstand, aber Ferrari hat Mercedes wieder vor Augen. In Magny-Cours der große Preis von Frankreich, Schumacher von der 2. Position startend. Wieder ein 2. Versuch und das schon bekannte Problem in dieser Situation. Schumacher und Eddie Irvine vor Häkkinen, Villeneuve und Coulthard. Ein roter Traum, ein Albtraum in Silber. Zum ersten Mal in der Saison im 8. Rennen Ferrari Abgase für die Silberpfeile. Freie Fahrt Richtung Sieg und spannender Weltmeisterschaft. Die Erklärung Schumachers neuer Mercedes-orientierter Abwehrchef. Eddie Irvine verstrickt Mika Häkkinen und David Coulthard in fehlerbringende Zweikämpfe. Keiner ist schwieriger und gefahrenreicher zu überholen als der Ire. Schumachers rechte Hand am rechten Ort. Die Folge, das erste echte Solo in Rot. Coulthard erfährt, wie deprimierend kleine technische Patzer in der Box sein können. Erster Stopp, Druckbetankung und weiter, nach 17 endlosen Sekunden. Der 2. Versuch. Wie die Ameisen fallen die Herren der Box über ihn und sein Auto her. Tanken, aber wie? Der Stutzen findet den Weg nicht ins Ziel. Resignation nach fast 37 Sekunden, noch immer ohne Sprit. Coulthard gibt nicht auf. Innerhalb von 10 Minuten steuert er zum 3. Mal Richtung Box. Endlich. Nicht so zügig wie gewohnt, aber immerhin betankt geht es weiter. Ohne Chance auf Punkte. Ein problemloser Sieg für Ferrari. Irvine fährt nicht für sich, für
für Punkte oder anderes, er fährt ausschließlich für Michael Schumacher. Dafür wird er bezahlt. Bis zur letzten Kurve verteidigt er zwei wichtige Punkte für seine Nummer 1. Ferrari hat die Leichtigkeit des Siegens wiederentdeckt. Das heißt, wir waren dieses Wochenende einfach schneller wie die McLaren, und das ist sicherlich das Schönste, was wir hier erzielen konnten, dass wir wirklich überholt haben. Silverstone, 6 Punkte trennen sie noch. Michael Schumacher und Mika Häkkinen. Silverstone Ferrari Box. Michael Schumacher wird erwartet. Nach 60 von 60 Runden. Stop-and-Go-Strafe 10 Sekunden. Dann fährt er weiter. Was er nicht weiß, er hat bereits gewonnen. Silverstone Parc Fermé. Zweifel weicht nur langsam der Freude. Ein einzigartiges Rennfinale. Verrückt und verwirrend. Und ein irgendwie geschenkter Sieg. Resultat eines Reglementwirrwarrs, dessen Nutznießer Michael Schumacher heißt. Der Start im Regen. Häkkinen vor Schumacher. Das bleibt auch so. Die McLaren Mercedes dominieren, wie schon so oft. Und dann kommt auch noch David Coulthard. Runde 4 vorbei an Michael Schumacher. Der Regen wird stärker. Schumacherwetter. Von wegen. Vorne Silber, lange nichts. Der vermeintlich wasserscheue Mika Häkkinen vergrößert seinen Vorsprung von Runde zu Runde. Bis auf 38 Sekunden. Dank fahrerischem Können und Regenreifen der Marke Bridgestone. Auf Intermediates dagegen der Teamkollege Coulthard. Bis Runde 38. Der Regen spült ihn von der Strecke. Zurück zu Mika und einem Fehler der Kategorie an Forst. Unnötig. Die Führung zwar gerettet, aber das Auto beschädigt. Ein kleines Stück des Frontflügels fehlt. Der Regen wird noch stärker. Und ein Stern zum Segen von Ferrari. Das Safety Car der Marke Mercedes stoppt den enteilten Häkkinen. Und dann soll Michael Schumacher irgendwo hier den Benetton von Alexander Wurz überholt haben. Unter gelber Flagge und deshalb verboten. Das ist gut möglich, wissen tue ich davon leider nur nichts, weil wenn du in der Gicht fährst, dann siehst du sowieso nichts. Dann fährst du blind hinter jemandem her und suchst eine Möglichkeit, ihn zu überholen. Weil es war wahrscheinlich jemand, den ich überrundet habe. Und in dem Moment siehst du eh nichts, also habe ich auch keine gelbe Flagge gesehen. Zu diesem Zeitpunkt, wie der Michael bei mir vorbeigefahren ist, habe ich mich eigentlich mehr darauf konzentriert, keinen Fehler zu machen, weil ich wusste, er ist im Rennen vorne und wollte einer für sich in seiner Spur nachfahren, damit ich nicht so viel Aquaplaning habe, wenn ich alleine herumfahre. Insofern habe ich persönlich die gelbe Fahne nicht gesehen. Nichts gesehen und erstmal nicht bestraft. Und als das Safety Car verschwindet, beginnt die eigentliche Regenshow. Die in Rot. Jäger und Gejagter. Schumacher hinter Häkkinen. Der Deutsche liebt die Situation. Der Finne zeigt Nerven. Und sein McLaren mit defektem Flügel hält nicht stand. Runde 50, die Führung für Michael Schumacher. Der Ferrari auf dem Weg zum Sieg. Als Schumacher dann seine Strafe absteht, hat er bereits gewonnen. Der erste im Ziel, Mika Häkkinen, ist nicht der Sieger, weil Schumacher vor ihm in der Boxengasse das Ziel erreicht hatte. Kurzum, Chaos herrscht.
Grund genug für McLaren-Mercedes, Protest einzulegen. Doch Schumacher bleibt der Sieger. Die Rennkommissare hatten sich im eigenen Regelwerk verheddert. Dilettanten im Kontrollturm. Weil sie die falsche Strafe zu spät verhängt hatten, war die richtige im Nachhinein nicht mehr anwendbar. Ich unterstelle die Absicht nicht, aber es sieht irgendwo einfach merkwürdig aus, wenn man sagt, ja, es wurde was falsch gemacht, aber wir waren nicht in der Lage, es zu ahnden. Ein Sieg mit Makel. Trotzdem gewann der Nervenstärkere. Der Vorsprung des WM-Spitzenreiters Häkkinen ist geschrumpft. Nur noch 2 Punkte vor Schumacher. Die WM ist wieder offen. Regenpoker im Qualifying. Und plötzlich waren 2 ganz vorne, die da niemand erwartet hatte. Giancarlo Fisichella mit der ersten Pole seines Lebens. Und Jean Alesi vor Häkkinen und Schumacher. Ein Benetton und ein Sauber in Startreihe 1. Und doch nur Statisten. Dupiert vom mal wieder perfekt startenden McLaren Mercedes. Vorgewollt. Ein Fahrfehler vom vermeintlich besten Fahrer. Abschied vom Frontflügel. Abschied von der Hoffnung, die Siegesserie fortsetzen zu können. Wertvolle Sekunden verstreichen in der Box. Was bleibt, ist eine Aufholjagd von Position 16 aus. Ein Kampf um wenigstens einen oder mehr WM-Punkte. Einige bekommt er geschenkt von den Statisten aus Startreihe 1. Runde 21. Fisichella mit italienisch ungestümer Ausfahrt aus der Boxengasse. Alesi hält dagegen und Reihe 1 eliminiert sich gegenseitig. Davon unberührt in Führung Mika Häkkinen. Freie Fahrt ohne den WM-Widersacher im Rückspiegel. Dessen Aufholjagd stoppt kurzzeitig der eigene Bruder. Ralf gegen Michael, Michael gegen Ralf. Und der Ältere gewinnt Platzierung und Punkte. Die für Platz 3 überreicht der treue Teamgefährte Eddie Irvine. Statt Stallregie Bremsprobleme, hieß es später. Startzielsieg für Mika Häkkinen. Sein 5. Erfolg in dieser Saison vor David Coulthard. Dem Verfolger wieder enteilt, bis auf 8 Punkte. Hockenheim, Heimspiel für Michael Schumacher. Ausgerechnet hier nur Startplatz 9. Häkkinen dagegen ganz vorn. Die 7. Doppelpol für McLaren und ein wie immer perfekter Start sichern die Führung, die bleibt. Auf der schnellsten Strecke im Formel-1-Zirkus kann Häkkinen nur einer folgen, David Coulthard. Wie in einem Werbefilm von Mercedes diktiert der Sternenkonvoi das Tempo und dominiert das Rennen. Michael Schumacher als einsamer Jäger der Silberpfeile kämpft auf unterlegenem Material um die Plätze 5 bis 9 und wird 5. vor Bruder Ralf. Ein eindrucksvoller Doppelsieg für McLaren Mercedes. Mika Häkkinen jetzt 16 Punkte vor Michael Schumacher und dem WM-Titel ganz nah. Im Moment bringt mir das nicht unbedingt jetzt einen großen Gefühlsausbruch. Es sind da noch einige Rennen zu fahren. Da ist noch nichts entschieden.
Das Ziel Weltmeisterschaft verliert an Konturen. Mika Häkkinen wegen. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich da nie aufgebe. Ein Start wie so viele in dieser Saison. Silber enteilt. Von der Doppelpole zur Doppelführung. Der Ferrari hetzt hinterher, wie so oft in dieser Saison. Dazu noch ohne Eddie Irvine. Aus nach Getriebeschaden. Doch diesmal schlägt die Stunde des Strategen. Ross Brawn verblüfft McLaren mit 3 Stopps. Letztlich war es mein Entschluss. Michael und ich haben lange darüber beratschlagt. Spät am Abend hat er mich dann sogar nochmal angerufen. Und wir haben uns gemeinsam so entschieden. Runde 40 von 77. Der zweite Stopp. Standzeit bei Schumacher nur 6,8 Sekunden. An Bord Sprit für 19 Runden. 3 Runden später tankt Häkkinen. Sein letzter Stopp 8,4 Sekunden. Was Ross Brawn vorhersah, tritt ein. Schumacher ist vorn. Nach dem zweiten Boxenstopp sagt er so, jetzt hast du freie Bahn, 19 Runden Zeit, 25 Sekunden Vorsprungsausfall. Ich sage, naja, danke, da will ich Spaß haben. 19 Runden wie im Qualifying. Mensch und Maschine am absoluten Limit. 19 Runden, um genug Vorsprung rauszuholen, damit er auch nach dem dritten Stopp noch vorn ist. Es ist soweit, der entscheidende Boxenstopp. Die Crew steht bereit. Endlose 7,7 Sekunden. Doch es reicht für Coulthard. Häkkinen stoppt ein loser Stabilisator. Er wird von Schumacher überrundet und nur Sechster. Das Ziel WM plötzlich doch wieder greifbar. Statt 16 nur noch 7 Punkte Rückstand. Formel 1 Jahresrückblick 98 wurde Ihnen präsentiert von Krombacher. Und extrem schlechte Rennbedingungen in Spa. Schumacher verzweifelt und verärgert über seinen Crash in diesem verrückten Rennen. Zurück in die Box, nur auf 3 Rädern. In Runde 25 das Aus, weil er Coulthard ins Heck fährt. Schuldzuweisungen. Ich bin extrem enttäuscht von ihm und das war auch der Grund, warum ich zu ihm hingegangen bin. Weil ich einfach das Gefühl hatte, dass er mir da was wollte. Und da kannst du wirklich jemanden umbringen, weil das Rad, ich weiß nicht, wohin es geflogen ist, es hätte genauso gut auf den Helm fliegen können. Und wir wissen, was 94 mit sowas passiert ist. Also ich bin da extrem sauer drüber, muss man wirklich sagen. Auch sein großer WM-Konkurrent Mika Häkkinen fährt mit 0 WM-Punkten nach Hause. Für ihn ist das Rennen nach einem Neustart schon in der ersten Kurve beendet. Kollision mit Schumacher. Vorwürfe an den Konkurrenten gibt es keine. Spa-Francorchamps, der Start. Doppelpol für McLaren-Mercedes.
Für Häkkinen alleine schon die 9. in dieser Saison. Gleich nach der ersten Kurve passiert der wohl spektakulärste und größte Startunfall in der Formel-1-Geschichte überhaupt. Ausgelöst durch einen Dreher von McLaren-Pilot David Coulthard. Gleich 12 Autos werden in diesen Unfall verwickelt. Michael Schumacher ist nicht betroffen. Wie durch ein Wunder bleiben alle Fahrer unverletzt. Über eine Stunde dauert es, bis alle Wrackteile von der Strecke geräumt sind. Ironie des Schicksals, vor dem Rennen hatten viele Fahrer noch den Start hinter dem Safety Car gefordert. Die Rennleitung entscheidet sich dagegen. Man muss es so sicher wie irgend möglich machen. Ich bin Gott froh, dass die Autos heute so sicher sind. Vor ein paar Jahren wäre das nicht so abgegangen. Gott sei Dank sind alle Fahrer zurückgekommen. Im Rennen setzt sich die Unfallserie fort. Runde 16. Jacques Villeneuve rutscht von der Strecke. Und auch für Benetton-Pilot Giancarlo Fisichella ist, wie für so viele, das Rennen vorzeitig beendet. Nur 8 Fahrer insgesamt kommen in Spa ins Ziel. Der schnellste, Damon Hill, vor seinem Teamkollegen Ralf Schumacher. Der erste Sieg für Jordan und gleich ein Doppelerfolg. Riesenfreude natürlich bei Teamchef Eddie Jordan. Für den König von Spa ein trauriger Tag. Ein Tag, den alle Rennfahrer wohl nicht so schnell vergessen werden. Vergessen der Unfall von Spa. Versöhnung der beiden Kontrahenten in Monza. Ein Wochenende für Michael Schumacher. Am Samstag beim Qualifying fährt er die schnellste Runde. Für ihn ist es die erste Pole Position seit über einem Jahr. Und das in Italien vor 150.000 Zuschauern. Wenn man die Emotionen sieht, dann kann man das Gefühl bekommen, kann man das Gefühl bekommen, dass wir das Rennen gewonnen hätten. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass die Emotionen nicht zu sehr hochschießen, weil es ging gerade mal ums Qualifying. Das ist zwar klasse, aber das Rennen ist natürlich wichtig. Gefeiert wie ein Volksheld. Doch bei aller Begeisterung beginnt der Sonntag mit einer Ernüchterung. Den Start in Monza verschlafen. Die Kontrahenten dagegen hellwach. Mika Häkkinen setzt sich vor David Coulthard an die Spitze. Eine Strecke, die den McLaren liegt. Alles deutet zu dieser Zeit auf einen Erfolg für Mercedes. In der 8. Runde die erste große Überraschung. Probleme bei Häkkinen. Sein Teamkollege übernimmt die Führung und auch Schumacher kommt nun immer näher an Häkkinen heran. Die zweite Überraschung, in der 17. Runde das Aus für den bis dahin führenden David Coulthard. Motorschaden. Dann geht es Schlag auf Schlag. Wenige Sekunden nach einem Fahrfehler von Häkkinen zieht nun Schumacher an ihm vorbei. Kurz vor Rennende wieder ein Fahrfehler von Häkkinen. Er rutscht ins Kiesbett, fährt zwar weiter, jedoch die Probleme an seinem Auto werden immer größer. In Runde 49 muss er sich sogar noch Eddie Irvine geschlagen geben. Damit ist für Ferrari der Weg frei. Ein gelungenes Wochenende. Doppelsieg. Einmalig in dieser Saison und das ausgerechnet beim Heim-Grand Prix. 10 Punkte für Schumacher, nur 3 für Häkkinen.
womit zu Recht niemand mehr gerechnet hat. WM-Gleichstand nach diesem Triumph. Weil hier war so ein bisschen der Knackpunkt für uns, wo wir der Meinung waren, hier könnte uns das Ruder, das Ganze aus dem Ruder laufen, aber wir haben das Ruder dann für unsere Richtung eingestellt und jetzt sind wir ziemlich optimistisch. Für Ferrari beginnt das Rennen so, wie es in Italien aufhörte. Nach Doppelsieg nun Doppelpole. Schumacher auf 1, Irvine auf 2. Ferrari führt die ersten Runden am Nürburgring. Die Taktik scheint aufzugehen. Während Schumacher sich absetzt, versucht Irvine Häkkinen aufzuhalten. Doch das gelingt nur bis Runde 14. Erster Boxenstopp. Schumacher schnell, aber nicht schnell genug. Schumacher verliert die Spitzenposition. Häkkinen jetzt mit Bestzeiten unterwegs. Es reicht für Platz 1. Vier Runden später. Boxenstopp Häkkinen. Die entscheidende Szene. Nur wenige Meter nach der Ausfahrt kommt er vor Schumacher wieder auf die Strecke. Schumacher bleibt Zweiter und Häkkinen holt sich seinen 7. Grand Prix-Sieg in dieser Saison und baut dadurch auch seinen WM-Vorsprung wieder aus. Suzuka, das Finale in Japan. Bereits zum 7. Mal fällt hier die WM-Entscheidung. Für viele Fahrer der schönste, schwierigste und spannendste Formel-1-Kurs der Welt. Wie im vergangenen Jahr könnte auch diesmal wieder Teamkollege Irvine die entscheidende Rolle spielen. Damals war er es, der Schumacher zum Sieg in Suzuka verhalf. Vorbei nun also die 5 Wochen Rennpause. Beide Teams reisten mit über 20 Tonnen Material nach Japan. 4 Autos pro Rennstall wurden verschickt. Nichts wird dem Zufall überlassen. Häkkinen wird mit Sicherheit nicht unbedingt versuchen, mit mir in den Zweikampf reinzugehen, sondern er wird versuchen, seinen zweiten Platz nach Hause zu fahren. Es sei denn, er ist so viel schneller, dass er ohne weiteres den ersten Platz nach Hause fährt. Davon gehe ich aber nicht aus. Also wird es eher ein Rennen zwischen dem zweiten und dritten werden. Häkkinen gegen Schumacher. Schumacher oder Häkkinen. In Japan fällt die Entscheidung. Der Formel 1 Jahresrückblick 88.